Herzlich willkommen zum schaurig schönen Amnesia The Dark Descent. Wir sind hier in Schloss Brennenburg, schon tief drin, schon viele Folgen haben wir gespielt. Und so langsam kommen wir auch dem Ende näher. So, ich verschaffe mir nur gerade hier einen Überblick. Wir waren nämlich an der Stelle stehen geblieben, dass diese Notiz hier rumlag. Die haben wir noch nicht gelesen und das werden wir jetzt nachholen. Das Verbannungsritual dauert länger als erwartet und wir müssen tun, was getan werden muss. Ich verbringe meine Zeit damit, den Gefangenen auszuhelfen. In der Nähe dieser Degenerierten zu sein, macht mich krank. Sie versuchen nicht einmal, ihre Bestrafung mit Würde gegenüberzutreten. Sie verhöhnen mich mit ihren Lügen von Unschuld und ihrem feigen Betteln um Gnade. Was kann einen Mann dazu bringen, sich so weit von der Anmut einer zivilisierten Existenz zu entfernen? Sie sind alle niederträchtige Männer und ich mache mich ständig darauf aufmerksam. Dennoch bin ich Gott dankbar dafür, dass er uns diese Monster schickt, denn sie werden mir als Instrument zu meiner Rettung dienen. Ich versuche, die verschiedenen Werkzeuge in der Folterkammer genauer zu studieren und herauszufinden, wie sie am effektivsten genutzt werden können. Das letzte Mal ist nicht gut gelaufen und das Resultat litt unter meiner Unerfahrenheit. Wenn das nächste Ritual stattfindet, und das hätte ich jetzt auch gerne noch vorgelesen, aber es ist leider verschwunden. Gut. Wo auch immer es jetzt hin verschwunden ist, ich schaue mir jetzt gerade mal, wenn wir schon hier dabei sind, diesen Mementos an. Eine schwere Tür blockiert den Weg. Agrippa, der sterbende Mann, sucht eine Notiz von einem Mann namens Joan Weyher. Es wird eine Kugel benötigt, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Ja, gut, bringt uns jetzt alles nicht weiter. Wir müssen erstmal weiter hier alles absuchen. Kann ich nicht einsammeln? So, hier haben wir schon was gefunden in der letzten Folge. Und zwar ein Eimer, ein Fleisch, also nicht alles aus diesem Raum, aber das haben wir trotzdem gefunden. Wir haben hier noch Öl, um hier gleich mal einfüllen. So, und wir haben immer noch das alte Zeugs, Hammer und Meißel dabei. Gut, dann gehen wir mal weiter hier. Lass uns mal überraschen, was da noch so alles auf uns zukommt. Hier ist eine Maschine. Das ist hier verschlossen. Lässt sich nicht bewegen. Okay, hier ist aber ein Maschinenraum. Da hinten gibt es auch eine kleine Maschinerie. Weiß ich nicht, ob wir damit was anfangen können. Fakt ist, hier komme ich jetzt erstmal nicht rein. So, was haben wir denn Schönes dabei? Ich könnte ja hier mal das Fleisch gegen die Tür hauen, aber das bringt wahrscheinlich gar nichts. Teer, ein hölzerner Eimer gefüllt mit klebrigem Teer. Gut, den brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Brauche ich gar nicht auszuprobieren. Was sollte uns dieser hier helfen? So, wir gehen wieder zurück, denn ich denke mal, dass wir hier alles gefunden haben, was es zu finden gibt. Und wir gehen mal in die andere Richtung. Wenn ihr hier zu unserer Rechten mal hinschaut, da sind wir hergekommen. Und hier zu unserer Linken waren wir noch nicht. Und hier geradeaus, da waren wir auch noch nicht. Und da ist in der letzten Folge ein Mutant verschwunden. Den werden wir jetzt einfach mal verfolgen. Ich bin heute mal wieder mutig. So, jetzt aber langsam. Und da liegt auch gleich wieder eine Notiz. Gute. Gut, mit dem können wir hier nichts anfangen. Wir können ja noch nicht mal umschmeißen, den Kerl. So, hier gibt es gar nichts. Ich gucke nochmal vorsichtshalber hier rein. Da ist eine Tür. Okay. Der Mutant scheint weg zu sein. Und ich hoffe, dass er auch nicht wiederkommt. So, hier das Buch können wir nehmen. Die anderen Bücher können wir nicht nehmen. Nein. Was ist das? Eine Statue. Und noch eine Zunderbüchse. Okay. Ja, nur die blöden Bücher. Und hier liegt noch ein Buch. Das räumen wir mal hier ins Fach. Ja, so ist ganz recht. Und dann lesen wir einfach mal die Notiz hier.
Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorne beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängen meine Forschungen von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in 6 Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen, es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen, und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens, und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Tja, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Ich kann dir aber beantworten, dass wir hier weiter müssen. So, hier gibt es eine ganze Menge Pokale und ja, Statuen. Was ist das hier Schönes? Alles Relikte aus alten Zeiten, würde ich sagen. Hier so ein bisschen was Mystisches. So, hat sich da was versteckt hier? Nein. Tja, da müssen wir leider doch wirklich die Tür hier aufmachen. Hallo. Oh. So, da müssen wir mal hier schnell gucken. Da ist Abgrund, und hier wahrscheinlich auch. Also gibt es hier nur diesen Altar. Manche würden auch Schreibtisch dazu sagen. Aber hier ist Blut und da sind magische Zeichen drauf. So, wir haben noch ein bisschen Öl gefunden. Hier kann ich auch nicht mal hochspringen. Oder so. Mit Trick 17. Gut, hier gibt es überhaupt nichts. Ich würde wetten, hier müssen wir später nochmal hin und was tun. So, ich kann ja hier mal mein Teer opfern. Nö, aber das gefällt ihm nicht. Das heißt, wir gehen jetzt auch direkt wieder zurück. Also hier gab es gar nichts. Eine Notiz, eine Zunderbüchse, ein bisschen Öl und einen Schreibtisch. Dann bleibt uns nur noch diese Richtung hier, sofern wir nichts vergessen haben. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem hier. Da bewegt sich auf jeden Fall was hinter dieser Tür, die so ganz leicht offen steht. Das macht mich schon wieder ein bisschen Sorgen, dass sie hier so leicht offen steht. Oh, was haben wir hier Schönes? So. Also hier scheinbar gibt es nichts. So, hier gibt es auch nichts. Der Sockel hat eine glatte, halbkreisförmige Vertiefung an der Oberseite. Sieht aus, als gehört da eine Kugel rein. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, dann ist mit Sicherheit zu Ende. Danke, das habe ich eine gescheuert bekommen. Also hier brauchen wir gar nicht durchgehen. Wir haben eine neue Notiz bekommen. Der Durchgang zum Altar ist auf geheimnisvolle Weise versperrt. Der Sockel im Altar hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte. Eine schwere Tür blockiert den Weg. Gut, bla bla, das andere kennen wir schon von vorhin. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, hier sollen doch irgendwo diese Teile verteilt sein. Und genau davon habe ich hier bisher noch kein einziges gefunden. Habt ihr das gesehen eben gerade? Da sind Käfer bei mir. Hier. Ist ja eklig. Fressen die sich gerade durch meinen Kopf durch oder was? Weil die Käfer, die waren direkt bei mir hier auf der Scheibe und nicht hier am Boden oder so. Schrecklich. Gut, aber wie gesagt, wir haben hier das Problem, dass hier die Teile verteilt sind. Ist dies nicht dein missing Dan? If so, blame yourself. You started this. You sent me that letter asking for help, and this is how you repay me. How dare you? So, ich würde sagen, wir haben hier diese Notizen gelesen, und das ist vielleicht genau das, was der Agrippa wissen wollte. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zurück zum Agrippa und werden ihm das ausrichten. Ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, ob das wirklich Rätselslösung ist, aber wir probieren es einfach mal.
Tür geht immer noch nicht auf. Warum sollte sie auch? Gut. Jetzt müsste hier hinter wieder der Kollege Akriba sein. Im Hauptschiff. So, und was mache ich immer während der Ladepausen? Genau, ich nehme mir einen Schluck und diesmal ist es wieder Kaffee. Mich hat auch schon mal jemand gefragt, wie trinke ich meinen Kaffee? Ganz einfach. Schwarz mit Milch. Gut, Leute. Schon wieder eine Einblendung. These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. So. Yes. I do take pride in that matter. Is it so wrong? Den kann ich nicht mit her einschmieren. Ich wollte ihm eigentlich was ausrichten. I found a midwife once. Why the chat not been private? Aber das hat wohl nicht so funktioniert. I suppose it was a matter. Der Gute labert mieres Zeug. Ja. Sehr ärgerlich wieder, da können wir nicht gerade wieder zurückgehen. Was sei denn, wir haben hier noch was vergessen. Das kann von hier aus nicht geöffnet werden, ja. Das haben wir auch schon mal probiert. Und hier das Gleiche. So, wir müssen doch hier oben irgendwo... Wir gehen nochmal zurück. Da oben waren nur diese, glaube ich, diese Folterkammern. Wir können ja nochmal kurz gucken gehen. Wir können auch dem Akriba diesen Apfel geben. Vielleicht gefällt ihm das besser. Nee, also hier gibt es definitiv nichts. So, wie gesagt, wir gehen nochmal zurück hier. Zum Altar. Und ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht irgendwo was vergessen habe. Ich möchte nämlich auch nicht stundenlang unsinnig im Kreis rumlaufen. Sondern ich will was leisten. Die 20 Minuten müssen sinnvoll genutzt werden. Ihr versteht. So, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Irgendwo ein Mutant zu sehen? Nein, ist nicht. Hier sind wieder diese Rosenblätter oder was auch immer das sein soll, die uns anzeigen, dass es hier was gibt. So, aber hier gibt es doch gar nichts. Da vorne war der Altar, hier war gar nichts und das wundert mich sehr. Ich würde fast vorschlagen, wir gehen nochmal hier hin. Weil da gab es eigentlich bis auf diese eine Notiz überhaupt nichts zu finden. Und das ist schon ein wenig seltsam. So, hier gibt es aber wirklich nichts. Wenn die Tür zumachen, dann zieht es nicht so. Aber ansonsten gibt es hier gar nichts. Oder kann ich hier irgendwo was kaputt machen? Nein. Sag mal, das Buch habe ich doch weggeräumt vorhin. Jetzt liegt diese Scheiße hier, Entschuldigung, schon wieder rum. Wer war hier in der Zeit? Niemand. Es ist einfach so gewollt, dass das Buch da liegt. Das ist die Bestimmung des Buches, da zu liegen. So Leute, das hier ist doch doof. Jetzt müssen wir das Zeug mal anklicken hier. Weil wenn ich irgendwas davon brauche, dann können wir es ins Inventar legen, ansonsten nicht. Jawohl. Ach, die Ming-Vase. Die war bestimmt teuer. Huch, jetzt ist sie mir leider aus der Hand gefallen. Das tut mir jetzt aber leid. Ich könnte ja auch hier, was könnte ich denn machen hier? Das ist ein Teppich hier. Teppich, geh weg hier. Nicht, dass du hier irgendwas blockierst. Komm, wir nehmen mal hier so ein Ding hier. Gibt es bestimmt auch wieder einen Fachausdruck, was ihr mir sagen werdet. Keine Ahnung, ich weiß es jetzt momentan nicht. So, dann machen wir mal hier, den opfern wir erstmal. Ach, ist doch alles kacke. So, ihr seht schon. Also, ich finde hier gleich überhaupt gar nichts.
kann hier zwar hochklettern, aber das bringt mir auch überhaupt nichts. So, jetzt bin ich hier auf diesem Geländer. Aber auch hier gibt es nichts. Hätte sein können, dass da unten vielleicht noch so ein kleiner Weg ist oder so, den man mal gehen könnte. Aber nein, es ist hier nichts. Und was wir bei diesem Tisch jetzt hier machen können, da bin ich auch absolut ratlos momentan. Denn ich habe auch irgendwie nichts Brauchbares im Inventar, außer das blöde Teerzeugs. Und, oh, jetzt habe ich eine Idee. Das ist zwar eine schwachsinnige Idee, aber besser eine schwachsinnige Idee als gar keine Idee. So, jetzt kommen wir her mit dem Scheißding hier. Zack und weg. Wir nehmen jetzt mal hier den Schnitzel. Ach, jetzt wollte ich das Schnitzel opfern. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas passiert. Aber da ist überhaupt nichts passiert. So, jetzt sind wir hier hinterm Tisch. Können die Leute bedienen. Aber, ja. War eine scheiß Idee, ich weiß. Aber was tut man nicht alles? Auf was für Gedanken man nicht alles kommt, wenn man nicht mehr weiter weiß. So gut, wir gehen nochmal in die andere Richtung zurück. Muss doch irgendwo noch was geben. Hier sind manchmal irgendwelche Geräusche, da muss ich ja immer umdrehen, weil sich das so anhört, als würde da jemand rumschleichen. So. Willkommen zurück. Also hier im Vorraum, da gibt es überhaupt nichts. Da ist ein Hammer, ein Mülleimer, was weiß ich, was es ist. Ein Fass, aber da hat sich auch nichts versteckt dahinter. Tja, nun weiß ich nicht weiter, hier war da oben noch was. Ah, hier sind wieder Rohre. Aber keine Rohre, die ich mitnehmen könnte. So, das legen wir mal hier hin, okay. Hier ist, wie gesagt, nur da unten diese eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Ich könnte es vielleicht nochmal mit Hammer und Meißel probieren. Lässt sich nicht bewegen. Ist noch stabile Metall in gutem Zustand. Das bringt nichts. So. Ein hölzerner Eimer gefüllt mit klebrigem Teer. Was können wir mit diesem machen? Das ist hier die Frage. So, Leute. In diesem Raum haben wir begonnen mit der heutigen Folge und in diesem Raum werden wir uns wieder verabschieden für heute. Ich mache mich mal schlau, wie es hier weitergeht. Und dann haben wir in der nächsten Folge hoffentlich den Durchblick. Denn in dieser Folge haben wir zwar alles abgesucht, hat uns aber nicht wirklich viel was gebracht, also eigentlich überhaupt nichts gebracht. Außer, dass wir ein bisschen Laternenöl und so weiter gefunden haben. Gut, aber wie gesagt, ich mache mich mal schlau und in 2-3 Tagen, wenn die nächste Folge kommt, dann wissen wir hoffentlich mehr. Dann können wir dieses Rätsel lösen. Bis dahin, alles Gute, macht's gut.